So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft hier in unserer kleinen, bescheidenen, noch nicht ganz fertigen Hütte mit unserem lieben Hundi. Und ich würde sagen, wir starten direkt und zwar mit dem Bau hier an unseren Feldern, an unseren zukünftigen Feldern. Noch wächst hier nicht so viel. Aber das soll ja noch werden. Und ich bin selber sehr gespannt, was hier draus wird. Ob das hier wirklich eine schöne Feldanlage wird. So, noch ein Höhleneingang und eine Blume. Eine Blume für Hundi. Hundi, willst du diese Blume? Ja, willst du die haben? Guck mal hier. Eine Blume für Hundi. Ja, ich glaube, die mag er nicht so. Ich glaube, Hundi spielt nicht gerne mit Blumen, der mag lieber Fleisch. Vielleicht gibt er ein bisschen Zombiefleisch nachher für den lieben braven Hundi dafür. Zum Dank dafür, dass er mich begleitet hat. Und mir geholfen hat hier beim Bau der Felder. Und versuche jetzt gerade hier 1, 2, 3, 4, 5. Vorsicht, Hundi. 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ich glaube, dann nehme ich noch eine Reihe weg. Und dann reicht es auch. Aber wir müssen trotzdem gucken, wie wir jetzt am besten in Erde kommen. Weil da hinten muss noch ein bisschen was aufgeschüttet werden. Obwohl ich glaube, ich auch gleich mal in die Hütte schauen kann, ob wir da noch Erde oder vielleicht ein bisschen Stein haben. Das muss nämlich nicht zwingend. Oh, bin ich auf den Huni gesprungen. Es muss nicht zwingend aus massiv Erde sein hier, sondern es ist nur wichtig, dass die oberste Schicht aus Erde ist. Na, Huni, nicht runterfallen, dir wehtun. So. Dann bauen wir mal die nächsten Bäume weg. Hier noch ein Baum. Das ist echt viel Holz, was wir jetzt hinterher haben. Das ist eigentlich ziemlich gut. Leider brauchen wir uns nicht immer so oft extra Holz holen zu gehen, sondern haben jetzt direkt bei einem unserer Bauprojekte gleich noch Holz sammeln dabei. Das ist ganz cool eigentlich. Nanu, da ist der Baum schon zu Ende. Nur dieses ewige Suchen nach Holz in dem Baum ist schon irgendwie doof. Da bin ich ganz froh, dass in so verschiedenen Modpacks wie zum Beispiel Life in the Woods eine ganz gute Alternative dafür da verfügbar ist. Und zu Life in the Woods, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, kommt vielleicht auch in nächster Zeit mal was. Ist vielleicht schon eine kleine Ankündigung an dieser Stelle. Da haben wir auf jeden Fall schon ein kleines Projekt am Laufen und mal gucken, wann da für euch was zu sehen sein wird. Könnt auf jeden Fall schon mal gespannt sein und ja, wir werden sehen, wann es soweit ist. So. Und es wird, wie ich gerade sehe, schon wieder Nacht hier. Das ist gar nicht so cool. Ich versuche mal ganz kurz noch ein bisschen Licht zu schaffen, um diesen Baum hier noch fertig entrümpeln zu können, dass hier auch alles despawnt und ich nach dem Schlafen noch mal hier hochklettern muss. Aber das sieht, glaube ich, inzwischen ganz gut aus. Ich glaube, das hier ist schon der andere Baum. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich vertraue jetzt mal drauf, dass das alles ist. So, lieber Hundi. Alles sicher? Können wir rübergehen? Meinst du? Da drüben? Nee. Da lang wollen wir. Können wir ins Wasser springen? Nein.
Boah, es geht ganz, ganz, ganz knapp. Kommst du, Uni? Ja, los. So. Rauf zu unserem Häuschen. Und dann gibt's noch, wie versprochen, für den braven Uni ein kleines Leckerli. Ja, fein, ne? Und dann setzt du dich dahin. Das ist noch einer von unseren Hundis. Und ich gehe derweil mal, nachdem ich alles abgeladen habe, ganz brav schlafen. So, gute Nacht. Und direkt auch wieder guten Morgen. Sieht gut aus draußen. Da entsteht unser kleines Feld. Ich bin schon gespannt. Nö. Ich komme hier gar nicht die Treppe runter. So, lieber Honi. Kleines Morgenschnitzel und dann kommst du mit. Den Creeper da hinten habe ich gerade eher keine Lust. Uah. Das brauche ich gerade nicht unbedingt hier irgendwie Löcher in der Landschaft. So, Hundi kommt mit. Und wir kümmern uns hier erstmal um den letzten Baum. Ich dachte gerade, ich hätte eine Bewegung gesehen. Ich bin aber auch heute leicht zu täuschen, glaube ich. Irgendwas ist heute unruhig. Naja. So, ich baue mich jetzt mal kurz behelfsmäßig mit Erde hier weiter nach oben. Ach, und unsere Axt ist hier ja auch gleich aufgebraucht. Da, das war sie. Das ist natürlich jetzt doof. Denn ich glaube, hier steckt noch einiges an Holz drin. Aber bevor wir jetzt extra runterlaufen zur Werkbank, kriegen wir das letzte bisschen Holz hier auch von Hand raus. So. Hier noch ein bisschen. Und da noch ein bisschen, noch mehr Blätter. So, ist das schon alles hier? Oder versteckt sich da noch irgendwo was drin? Ist irgendwie die Spawn da? Ich wusste doch irgendwas. Irgendwie die spawnt da noch nicht so richtig was. Deshalb musste da noch irgendwas versteckt sein. Und hier ist da noch was. Da könnte da noch was versteckt sein, oder? Sieht so aus, als würde hier noch irgendwas. Aber ich finde nichts. Na gut, hier noch. Das ist, glaube ich, die letzte Ecke. Nee, das sieht alles sauber aus. Na gut. Dann mal ab nach unten. Jetzt haben wir ja keine Axt mehr. Das ist natürlich nervig. Aber kein Problem. Wir bauen uns gleich eine neue am Crafting Table. Dann sind wir wieder perfekt ausgerüstet. So. Eine neue Axt für uns. Und es kann weitergehen. Ja, der Baum sieht gut aus. So. Hier noch ein Stück weiter. Wohin sollen denn die Felder ungefähr gehen? Das habe ich mir noch gar nicht so genau überlegt. Ich würde sagen, erstmal machen wir mal hier erstmal so eine Linie. So.
Da können wir auch gleich mal die Holzbegrenzung bis dahin erweitern und hier mit Erde nach oben bauen. Ich möchte es schon irgendwie ein bisschen. Hui, habe ich da etwa Eisen gesehen? Das nehmen wir doch gleich mit. Auch wenn wir schon relativ viel Eisen haben, aber. Aber wenn wir es da schon sehen, nanu, geht's hier extra. Ja, hier geht's gleich mal runter, ne? Gut, das merken wir uns. Aber, Hundi, hier gehen wir noch nicht runter. Keine Sorge. Wir bleiben erstmal noch am Tageslicht. Und bauen erstmal unsere Essensfarm weiter. Ja, Hundi, du kannst doch drüber kommen. Wo bist denn du? Ach, da unten bist du noch. Ja, komm mal her. Da ist er. So. Nee, den Ofen, den wollen wir hier nicht. Wir wollen hier erstmal ein bisschen Erde setzen. Und ich wollte in der letzten Folge mal drüben schauen, ob wir hier irgendwas anderes haben, was wir drunter bauen können. Damit wir hier nicht nur die ganze Erde verschwenden. Vielleicht haben wir ja noch ein bisschen Gestein oder ähnliches übrig. Ist da noch was? Ja, so ein Stack Cobblestone nehmen wir mal mit und noch ein Stack Erde. Nun ist das doch was. Damit kann man noch was anfangen. So. Dann mal auf. Dann versuche ich mal in dieser Folge noch diese Ebene für die Felder fertig zu bauen. Dann können wir in der nächsten. Na, Huni, komm mal da raus. Ja, komm hoch. Komm hoch. Ja, los. Na, da kannst du doch nicht stehen bleiben. Komm her. Hier. Na, Huni. Komm mal mit. Ja, so. So. Oh, Peter und Cobblestone, das interessiert ja später niemanden. Und jetzt muss aber wieder da weg. Jetzt muss aber wieder da weggehen. Ne? Komm her. Komm her hoch. Genau, setz dich mal dahin. Und guck mal von da aus kurz. Solange bis ich hier zugebaut habe. Dann darfst du wieder rumspringen. So, den Rest können wir jetzt schon mit Erde. Na, obwohl. So, reicht uns das noch? Mal gucken. So, ach, ganz wird das nicht mehr reichen. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. So, kommen wir mal mit. Ein bisschen Erde haben wir ja noch drüben. Hui, aber gerade so. So, und dann holen wir noch mal ein letztes bisschen Erde. Und dann haben wir schon eine Fläche für unsere Felder angelegt. Das ist doch cool. Dann können wir uns nämlich schon was zu essen anbauen. So, guck mal hier, die drei Granit, die brauchen wir eh nicht. Sorry, Hundi. Die drei Granit, die können wir da drüben mit in den Boden hineinbauen. An irgendeiner Stelle, an der sie uns eh nicht interessieren. So.
So, Huni, einmal kurz zur Seite gehen. Vielen Dank. Ja, gehst du noch einmal hoch? Dankeschön, genau so. Bauen wir das mal fertig zu. Und genau, ein Erdblock fehlt uns, den klauen wir uns kurz von hier vorne. Hey, Schaf! So. Damit haben wir unsere Ebene hier fertig angelegt. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Schreibt mir Themen, über die wir sprechen können, in die Kommentare, über die ich mal meine Meinung sagen soll. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.